zur Verhandlung bin ich mit dem großen Transporter, mit der großen Minna gefahren. Da waren mehrere Transporter bei und eine Station war halt auch Osnabrück. Ja, was habe ich schick gemacht? So, ich habe ja nicht die tollen Klamotten dabei, aber ja, ich bin sauber angezogen und habe zugenommen. Ich sehe fit aus, sehe nicht mehr aus wie das Opfer. Zugenommen. Ja. Ja, mach halt den kleinen Junge Eindruck da. Ich darf ja nicht sagen. Ich guck nur nett. Nee, du steigst doch so ein. Das geht direkt aus dem Haus, machst du zwei Schritte und steigst in den Bus ein und links und rechts neben. Also du kommst aus einer Tür raus und links und rechts neben der Tür steht ein Beamter. Du kannst nicht nach links oder rechts weg, du kannst die zwei Schritte geradeaus direkt in den Bus. Und dann wird eine Hütte nach der anderen gefüllt in den Bus. Immer vier Mann oder drei, je nachdem wie viel sie transportieren. Ich glaube, wir saßen zu zweit in dieser vier Mann. Aber die sind ja nur so kleine Kabinen, so vier Mann Kabinen. Wir saßen, glaube ich, zu zweit von Lingen nach Osnabrück. Ja, ist ja auch nicht so eine Wahnsinnstour. Es ging relativ schnell. Ich glaube, eine Station oder zwei Stationen dazwischen irgendwie. Und dann hält er da fünf Minuten an, dann steigen ein paar aus, zwei steigen wieder ein und dann geht's weiter. Also vor Mittag. Ich war zum Mittagessen war ich schon hier. Ich bin da um 9.30 Uhr oder so, oder 10 Uhr abgehauen. Kurz vor 12 auf jeden Fall war ich schon in der Hütte. Und ich glaube, ich musste zwei Nächte bis zum Termin erst noch in Osnabrück so übernachten und war dann, das war auch lustig, da habe ich Schopper und so gesehen, Osnabrücks Freistundenhof, also ich war ungefähr eine Woche, vielleicht 8, 9 Tage, also war ich in Osnabrück für die Verhandlung. Und die haben ja spezielle Transportertage, so. Und dann geht immer dann und dann der Transporter über die Vollzüge da und dahin. So, und dann wusste ich, ich habe irgendwo in der Mitte der meiner Zeit die Verhandlung und dann muss ich noch 2, 3 Tage bleiben und dann bin ich wieder zurück in Lingen. Da wusste ich aber schon, dass ich vermutlich auch direkt dort die Sachen packen muss und verlegt werde wegen der Revision. Naja, was ich sagen wollte, der Freistundenhof in Osnabrück hier, das ist ein Lacher. Der ist ja ein bisschen breiter wie die Küche hier. Also 4, 5 Meter breit, 18, 20 Meter lang und dann ist direkt so die Mauer riesig hoch und hinter dir das Gebäude. Und dann hast du nur ja, so ein, wie ein O, so ein eckiges O als Grünstreifen. Die Grünstreifen sind so 50, 40 Zentimeter breit, so die Wiese und der Rest drumherum und in der Mitte ist Beton. Aber gegenüber ist das Parkhaus. Hat 4 Etagen, glaube ich. Und die können dir, da ist nur noch die Straße zwischen. Du kannst dir fast die Hand geben, so kommst du dir vor. Also wenn du in der Zelle in der dritten Etage aus dem Fenster guckst, so 8 oder 9, 10 Meter vielleicht, 15 Meter entfernt von deinem Gesprächspartner. Kollegien, weil in, da, wo die Zellen sind, direkt am Neumarkt. So, und dann kannst du von dahinter ist das Parkhaus. Und von diesem Parkhaus, von der einen, von den Runden kannst du dahin, kannst dich unterhalten. Du kannst auch alles in den Freistundenhof schmeißen. Wenn du gut bist, also die Fenster sind da scheiße, du kannst dich da kaum, kannst da kaum was machen. Wenn du gut bist und eine schöne Zwille baust oder so, kannst du eine Schnur mit dem Gewicht rüber schießen, kannst dich alles auf der anderen Seite an die Schnur binden lassen und hochziehen. So habe ich auch Hasch gekriegt. Und die haben es geworfen und ich habe es nächsten Tag in der Freistunde aufgehoben. Schopper, kleine Teile. Ich wusste, muss nicht einen Riegel, nicht einen großen Riegel, weil Beamte geht meistens einmal kurz, guckt so über den Hof, weil die das kennen. So, kontrolliert einmal den Hof. Aber dann, so, wenn du so kleine Stücke Hasch machst, so Krämer oder so, ne, die noch so in ein grünliches Papier, so hellgrünes Papier, hat der extra gekauft, hat die eingewickelt, Klebeband rum und dann hätte die mit der Zwille puff, immer gegen's Haus, irgendwo runtergefahren. Habe ich 10, 15, 20 Stück rübergeschossen, ne. Ja, so 7 oder 8 Stück habe ich gefunden am nächsten Tag. Den Rest haben vielleicht Beamte oder andere Jungs auch sich eben eingesteckt. Ne? Darfst du ja auch nichts anmerken lassen beim Suchen. Ne? So, dann sind ja noch 10, 15 andere. Man, da hängen sie alle so. Und dann ist das Dope schneller weg, als du gucken kannst. Ich habe mich hingesetzt. In eine Hocke gesetzt. Ne? Dann auch Tabak hingelegt, direkt daneben. Dann ab im Tabakbeutel. Ah, da liegt noch eins. Ein bisschen geeiert, rumgeeiert, einen neuen Kreis gebildet.
Ich habe ja auch da einen auf der Hütte, der weiß das, der hat das, kriegt das mit, was passiert. Und am nächsten Tag liegt unser Dope unten und so. Auch so ein Fall vertanken hier aus Osnabrück. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein schmuddeliger, langhaariger. Ganz nett. Also konnte ich wohl meinen Spaß mit haben. So. Hab den natürlich auch mitkiffen lassen. Die Zellen willst du nichts anfassen. Alles nur so, am besten mit dem Besenstiel und so. Ich habe da richtig geschrubbt. Das ist kurz nachdem ich da war, ist der ganze. Unten ist schon renoviert worden. Da waren schon immer die Maler unterwegs. Deswegen waren auf den oberen Etagen mehr Jungs. So, wenn die dann nach oben verlegt werden, während der Flur, ein Flur gemacht wird. Aber das war so ekelhaft, so wirklich ekelhaft. Diese Klogardine, die da vorgespannt wurde, die steht schon alleine und wirklich pervers. Und ganz dunkel und drückend sind diese Räume hier in Osnabrück gewesen. So. Das war mal vor 40 Jahren beige. So, man kann sich vorstellen, 40 Jahre in dem Raum geraucht und jeder Eklige schmiert irgendwas an die Wände. So, und so, das drückt voll und das Fenster ganz oben und so, alles voll dunkel. Aber Fernsehen mit Kabelanschluss in jeder Hütte. Braucht sich keiner Gedanken machen. Kommst auf Hütte, hast sofort Kabel. Wenn du was zum Kiffen hast, Bombe. So, also viele empfinden das so, ne? Vor allem unsere russischen. Immer wieder muss ich an dieses Ding denken. Das ist kein Knast, das ist Sanatorium. Nur Fernsehen, Kabelfernsehen, was ist los? Voll gut. Naja, ich bin für Fernsehen. Aber die Unterhaltung tut doch schon ganz gut, so, wenn da, auch wenn ich nicht hingucke. Aber da bewegt sich was, da quatscht einer und so. Ne? Und meistens hast du Ruhe, wenn du Fernseher auf der Hütte ist und entspannst. Ich bin nicht so der Fernsehkoch, aber dann fast alle anderen hängen dann den ganzen Tag vor der Klotze, einfach um nicht nachzudenken. Ne? So. Ich mach das dann lieber mit Mucke, nicht nachdenken oder so. Aber ja. Ja, mit dem auch in der Hütte dann gekifft und so. Der hat auch zwei, drei Teile gefunden. Vielleicht hat er sich auch eins eingesteckt, was er nicht gemeldet hat, dass er es gefunden hat. Also der hat mitgesucht, ne? Ich dachte, ah, nee, war ja klar, ich komme nach Osnabrück, meine Verhandlung ist, ich bin dann und dann, ab dann bin ich da. Und er soll doch mal rufen vom Parkhaus. Ich kenne das schon. Im Grunde das Gleiche, ja, nur wesentlich kleiner. Da haben wir auf dem Flur 12, 13, 15 Mann und dann vier Flure, ne? Und das ist nichts, da ist das. Für den aufgeschlossen, dann holst du dir da auf dem Flur eben dein Essen, Frühstück, Mittag, alles auf dem Flur, nimmst alles mit in eine Zelle. Der kommt nicht mehr mit dem Auto, also mit der Kiste da rumgefahren, weil das so weite Wege sind. Stellt den Essenwagen vorne hin, dann werden die Hütten aufgeschlossen, kommt Essen holen. So, kann sich jeder mal ein paar Meter bewegen. Und die Zeiten sind ziemlich identisch. Schließen die morgens um 6 oder um 6:30 die Hütte auf. Dann haben die, in Osnabrück gibt es auch ein paar Arbeiter, wie gesagt, die haben gerade unten renoviert. Da waren ein paar, die sich dann morgens eben ihre Malerklamotten angezogen haben und unten auf die andere Station gehen. Und ansonsten sind halt viele Transporter und Terminer da. Also, und die bleiben meistens nicht. Und so asozial sehen halt auch die Zellen aus. Ne? Die Leute bleiben nicht lange. Wenn du in eine Zelle reingeguckt hast von jemandem, der Jahre dort in Osnabrück verbringt, dann sieht das schon ganz anders aus. Der hat sich schon längst in einmal Farbe geben lassen und seine Zelle selbst gestrichen. Das kannst du ja auch machen. Ne? Das müssen die sogar, befürworten die sogar. So. Musst du zwar 3 Monate lang Anträge stellen, bis dann Farbe, Pinsel und den ganzen Scheiß kriegst, aber kannst du kriegen.